Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Happy Wheels. Wir spielen wie immer eure Level und beginnen mit Neon von Mift. Der Name ist auf jeden Fall schon mal richtig, richtig geil. Aber um das mein erstes Level, okay. Hat auch keiner so gute Bewertungen. Okay, einfach unsichtbar, alles klar. Also es passiert jetzt nicht allzu viel in dem Level. Okay. Ja gut, du hast es nicht mal richtig versucht. Naja, das war jetzt echt nichts. Bottle Run von Level Creator. Hi Baum, nur ein simpler Bottle Run, mein erstes Level. Okay, können wir gleich vergleichen. Das erste Level hier ist natürlich viel besser, obwohl es ein normaler Bottle Run ist. Ich finde das ziemlich cool mit dem Kreis, der sich hier dreht, muss ich sagen. Sieht schon geil aus. Der Boost hier in der Mitte ist auch nice, dass der so ein bisschen kürzer ist. Ich werde jetzt die Gruppe aber nicht unbedingt in den Foreground setzen müssen. Aber natürlich easy, Bottle Runs sind ja eigentlich nie ein Problem. Ich glaube, ich komme auch komplett drüber. Fast, okay. Ja, war ein netter Bottle Run. Man hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen Abwechslung reinbringen können, aber für einen Bottle Run waren es 5 Sterne, ansonsten so 4. Ballvoll von Chris Palafetten. Hi Baumi, das ist ein kleines Ballvoll-Level für dich. Ich hoffe, du hast Spaß. Besser, ich bin's, Chris LP, Bro. Okay. Bumm. Bumm. Okay, fallen wir hier einfach runter. Sieht vom Design her auch nicht schlecht aus. Ich meine, Farbverläufe und so ist ganz gut. Ich möchte mal hier durch. Perfekt. Geil. Geil, auf jeden Fall. Warte. Ich nehme mal den Segway mit. Vielleicht keine so gute Idee, den Segway mitzunehmen. Nee. Wenn ich hier nach rechts gehe, wahrscheinlich. Dann wird das funktionieren. Also ich weiß, ich sollte es natürlich ohne Segway machen, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, dass mein Kopf nicht so schnell abbricht. Okay, hier komme ich, glaube ich, nicht mit Segway durch. Das heißt, ich springe ab. Ich will eigentlich, dass der Segway hinter mich geht. Kann der mal das auch machen, oder? Ich glaube nicht. Da passe ich eh nicht durch. Oder passe ich da vielleicht durch? Warte. Ich halte mich nochmal kurz fest. Ja. Ich habe gesagt, ich halte mich fest. Dann geht da doch hin. Okay. Ich bin dran. Aber ich glaube, ich kann jetzt gar nicht mehr so viel machen hier. War, glaube ich, keine gute Idee, den Segway mitzunehmen. Na gut, dann machen wir es nochmal ohne. Hoffen wir, dass es diesmal ein bisschen schneller vorangeht. So. Fall hier durch. Komm schon. Das kann doch nicht sein, dass der Fuß hier jetzt sich jetzt so verhakt hat, dass wir hier nicht mehr weiterkommen. Okay. Mit Festhalten funktioniert's. Nicht Kopf brechen. Okay, fast wieder. Der Helm hat mich gerettet. Hier passt ich eh nicht durch. Sowieso nicht. Ich hab's gewusst. Mann. So eine Falle, da kommt man dann nicht mehr raus. Jetzt nehme ich doch wieder den Segway mit. Einfach so. Obwohl es wahrscheinlich dumm ist. Aber ich muss irgendwie hier anders rauskommen. Da unten. Obwohl, hier passe ich noch durch, ne? Ja. Hier ist noch kein Problem. Halte ich hier fest. Moment, ich möchte gerne. Ah, okay, der Segway ist weg. Das heißt, ich kann jetzt. Hier rechts rein. Ja, perfekt. Sind wir durch. Okay, nein, ich will hier nicht nebendran fallen. Oder, okay, eigentlich ist es ganz gut, da nebendran zu fallen. War ein langer Ballvoll, war allerdings trotzdem recht standardmäßig. Das Design war okay, deshalb kann ich dafür 4 Sterne geben, aber war zu standardmäßig. Hard Games von Nils TVG02. Aber und andere, ich hoffe, dir gefällt mein Levels and Don't Move, also es steckt nicht so viel Arbeit, nicht so wenig Arbeit drin. Ne? Viel Spaß. Okay. Das ist also ein Hard Donation Level. So, da kommt unser Herz lang gerannt. Welcome to Hard Minigames. Okay, Sword Throw. Alles klar. Das ist auf jeden Fall nice. Sehr gute Idee. Easy. Justin Bieber. Okay, den Sword Throw haben wir geschafft. Ballfall. Das ist auf jeden Fall echt eine sehr, sehr gute Idee. Das gefällt mir. Man hätte hier ruhig noch ein bisschen mehr designen können. Dann wäre es noch ein bisschen cooler gewesen. So was schon ganz okay. Okay, das ist cool gelöst. Ist echt gut gelöst.
Aber muss man die Shapes in den Foreground machen? Ich glaube nicht, oder? Bei einem Boost? Weil das habe ich jetzt bei dem Level und bei dem Level davor gesehen, dass die Shapes nur verdeckt wurden mit dem Foreground. Robeswing. Ach man. Mein Herz macht einen Robeswing, sehr geil. Looping. Alles klar. Das kann das Herz natürlich auch. Also ist schon skilliger als ich, muss man sagen. Thanks for playing, I hope you enjoyed it. Ja, sehr, sehr cooles Level. Und das hat es auch noch schon nated. Das waren für mich eindeutig 5 Sterne, war sehr, sehr cool. Redstone-Demo von Redstone Katze. Herr Baum, ich will dir heute ein vielleicht neues Konzept zeigen. Ich bin circa 2,5 Stunden dran gesessen, um zu lernen, wie ich Trigger am besten benutze. Könntest du Herr Schweinchen grüßen? Ja, schöne Grüße an Herr Schweinchen. Ist nur eine Demo und deswegen sehr leicht. Okay, ich bin gespannt. Da ist die Redstone-Katze. Ich möchte es ganz gerne lesen. Hey Baum, ich würde gerne meinen Redstone-Quiz vorstellen. Hab Spaß. Es ist eine Demo. Ich bin 2 Stunden dran gesessen, um die Trigger zu erlernen. Alles klar. Klicke auf die Knöpfe, um das angegebene Modul zu platzieren. Die untere Redstone-Lampe soll zuerst leuchten. Okay, cool. So Redstone-Rätsel. Ist das ein Trigger oder sind das zwei? Ich glaube, nee, das sind zwei. Warte. Die untere soll zuerst leuchten. Dann mache ich in der unteren einen Redstone und den oberen Repeater. Das müsste passen. Hä? Warte, warte, warte. Die untere soll zuerst leuchten. Ein Redstone leitet doch schneller als ein Repeater. Ich glaube, der Repeater ist doch auf, hat er gerade eine Verzögerung oder nicht? Ich weiß nicht. Ich kenne mich damit nicht so aus, ob das rechts oder links ist, die Verzögerung. Aber normalerweise müsste es damit doch langsamer gehen. Ich weiß es nicht, okay. Ich kenne mich nicht so gut mit Redstone aus. Schlecht gezeichnete Bäume sind schlecht gezeichnet. Super. Aber das Konzept fand ich cool. Schreibt mir mal bitte in die Kommentare, ob das stimmt, was er gesagt hat, oder ob das stimmt, was ich gesagt habe. Oder ob ich irgendwas falsch verstanden habe. Ich finde, also die Idee fand ich echt cool. Kannst du auch gerne eine Vollversion von machen. Ich fand auch das Design gut. Dafür gebe ich mal 5 Sterne. Jigsaw von Spikey der Baum. Hallo Baum und andere. Ein kleines Saw-Level. Das Design ist nicht das Beste. Okay. Ja, da oben ist Jigsaw. Hat er irgendwas gesagt? War da eine Sprechblase daneben? Willst du spielen? Ja, ich will schon spielen. Entscheide dich, stirbst du oder deine Mutter und vergiss nicht, Mama liebt dich. Ich glaube, fürs Weiterkommen im Level muss ich meine Mutter töten. Wohl oder übel. Weil ich will, im Level will ich natürlich überleben. Oh, das hat anscheinend auch noch mich getriggert. Okay, hier ist ein Jigsaw-Sloper. In Wirklichkeit weiß ich nicht, wie ich entscheiden würde. Das ist einfach zu krass, die Entscheidung. Wie gefällt dir meine Freeze-Wall mit einem Delay von 1,5? Ja, war ganz gut, war ganz nett, war auch sehr, sehr easy. Okay, wir haben hier einen Boss-Fight. Alles klar. Leg los. Okay. Ja, hat gerade so gereicht. Was jetzt? Oh nein! Oh, okay, gut, da muss ich dann direkt nach hinten. Kriege ich auf jeden Fall hin. So. Moment, ich will eigentlich gucken, was passiert, wenn ich mich töte. Ob ich dann trotzdem überleben kann. Ich habe beides getötet. Ich bin beides getriggert. Oh Mann. Warte. Ich glaube, ich habe auch den falschen Charakter. Ah, den musst du natürlich forcen. Na gut, ich kann dann leider nicht rüber. Okay, das heißt, ich muss tatsächlich meine Mutter töten. Aber meine Mutter ist nicht so fett. Na gut. Okay, ich nehme den richtigen Charakter. Das dürfte der Segway-Dude sein. Oh, ich bin einfach zu schnell gerannt hier. So, jetzt einmal ruhig, dann schaffen wir das Level auch direkt. So. Warten. Tot. Wunderbar. Okay, wunderbar ist es jetzt nicht, aber. Naja, für den Erfolg des Levels ist es gut. Oder so. Okay. Freeze Wall. Mit dem Segway Guy ist nicht ganz so einfach, aber bei dem großen Delay passt's. So, wir laufen einfach immer zurück. Das funktioniert jedes Mal.
So jedenfalls der Plan. Hat alles funktioniert. Und jetzt willst du mich doch verarschen. Das kann doch nicht wahr sein. Also ich fand das Konzept ganz nett mit dem Jigsaw. Du hättest aber ruhig noch mehr so Saw-Entscheidungen oder so reinmachen können. Deshalb nur 4 Sterne. Aber es war eigentlich schon ganz cool, finde ich. Fantoys von May Bye Baby. Hey Baum, ich mag deine Videos sehr, daher dieses Level. Achso, und ich wollte dich noch fragen, ob du nochmal ein Best of Happy Wheels machen kannst. Biete. Kann ich... Ja, eigentlich habe ich nichts dagegen. Aber ich weiß nicht, worüber. Ich werde die Bäume nie so gut hinkriegen wie du. Ach, und wie machst du das mit dem Kopieren oder anders gesagt verdoppeln? Du klickst hier, ziehst da drüber und wählst die ganzen Sachen aus. Dann drückst du C... Und dann drückst du V und dann sind sie in der Mitte deines Bildschirms eingefügt. Du kannst aber auch Shift gedrückt halten und dann V drücken. Dann ist das Ganze direkt darüber und du kannst mit dem Pfeiltasten irgendwie nach rechts bewegen. Leider kannst du von mir keine Trigger-Level erwarten, da ich eine zu kleine Version habe, wo es nur Level, Victory, Soundeffekt und Active-Objekt. Hä? Was? Nein, 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 das ist normal, das ist normal. Du musst dann auf das Objekt gehen. Du musst es auswählen und dann siehst du da eine Trigger-Action bei Active-Objekt. Dann siehst du da eine Trigger-Action und kannst da was einstellen. Ach, und was macht das beim Trigger-Tool? Ja gut, das habe ich dir gerade erklärt. Hä, dieser Baum, der sieht eigentlich schon ziemlich interessant aus. Als Blättermethode ist es wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Okay, wir müssen nach oben. Da war ein kleiner schwarzer Pixelbaum, hallo. Ui, ich will springen. Ich will hüpfen. Kann ich jetzt solche rüber? Ach so, ja, du hast mal versucht, den Endscreen nachzubauen, aber nicht in einem Herbstton. Ich habe den Stamm aber nicht durchsichtig gemacht, mein Freund. Der Stamm war ganz normal. Ja, geil. Spring doch darüber. Komm schon. Ich weiß nicht so genau, was ich machen soll. Achso, der Aufzug ist wahrscheinlich nur dazu da, dass ich ihn mir oben angucken kann. Und da ist der Victory. Also war ein komisches Level, war nicht wirklich ein Level, sondern eigentlich nur so ein bisschen Design und ein bisschen Fragen. Insofern bewerte ich es jetzt einfach mal nicht. War aber trotzdem ganz cool, also das Design. Robswing von Timo Chan. Hallo Baum und Community, das ist ein Design-Level, wo nicht so viel Gameplay ist. Es hat aber trotzdem 4 Stunden gedauert. Ich mache mich nächste Woche ran an ein neues Level und bis dann sage ich ciao. Okay. Wow, das war laut. Click to skip Intro. Oh, Swing. Nee, das gucke ich mir mal an. Ich finde, das Design ist tatsächlich sehr cool geworden. Schwing rüber. Schaffe ich. Okay. Sieht wirklich cool aus. Hier runter halte ich beim letzten fest. Also ganz unten. Das kriege ich... Oh mein Gott. Ah! Boah! Was? Oh nein, das ist falsch. Alter, das war richtig... Richtig Glück, beziehungsweise Skill gerade. Ich glaube... Ach, scheiße. Sehr, sehr knapp und das war wieder ziemlich laut gerade. Rope, Swing. Ah, nein, ich muss... Es ist, du hast einen Klick-Trigger verbaut, das heißt, ich muss einmal draufklicken. Skip. Okay. Mein Bein hängt drin. Nein. Mein Bein hat's versaut. So. Ich kann auch direkt rüber. Wow. Okay, das war jetzt ein bisschen zu weit. Skip. Okay. Aber wir schwingen uns jetzt einfach mal so weit, wie es geht. Perfekt. Sind wir gut hier drin gelandet. Okay. Läuft auch so weit. Das geht nach links. Okay. Und diesmal gehen wir bitte in den Ball voll rein. Genau. Alles perfekt. Oh mein Gott. Das Seil war nur Ablenkung. Du böser Levelbauer. Das kann doch nicht wahr sein. Ah, das war wirklich ein bisschen mies jetzt. Ich bin erstmal durchs erste komplett durchgebackt. Alles klar. Mann, noch ein Versuch. Aber ich weiß, eigentlich haben wir ja alles gesehen. Aber einen Versuch mache ich trotzdem noch. Ui, also ich finde es ein cooles Level. Guter Rope Swing auf jeden Fall. Es sieht ganz gut aus und es funktioniert auch alles einigermaßen. Es sind auch ein paar
ja, Elemente dabei, die jetzt nicht in jedem Rosing vorhanden sind. Das ist nur ab. Ich sterbe trotzdem dran. Ich kann nichts machen. Da unten ist ja der Victory. Insofern, ich gebe da trotzdem 5 Sterne. Das Ende war ein bisschen blöd. Ansonsten fand ich's cool. Letztes Level für heute: Playversum von Maybye Baby. Alter, ich kann den Namen nicht aussprechen. Maybye Baby. Hi, Baum, alles steht im Level. Wir sehen uns im Level. Scroll. Scroll mache ich jetzt nicht. Oh, das sieht aber echt cool aus. Ah, das ist echt cool. Gut designt. Nein, Versum. Ja, sind wir, fliegen wir durch ein Einkett. Oh ja, wir können hier durch, tatsächlich. Sorry. Warum sorry? Weil es hier so langsam geht. Finde ich okay. Finde ich kein Problem. Victorisum. Ne, Victorsum. Wie hat es dir gefallen? Soll ich mehr machen und wie verdoppelt man Dinge? Habe ich schon erklärt. Part 2, Full Version with this. Ja, ich hätte lieber eine Vollversion mit dem und noch mehr. Du kannst doch noch hier viele Flappy Bird Röhren machen, wo man dann hier so hoch muss. Okay, ich kann auch einfach drüber fliegen, alles klar. Nee, kann ich nicht. Okay. Aber du kannst einfach ein ganzes Level, einen großen Teil Flappy Bird machen, dann einen großen Teil einen Cat, dann einen großen Teil noch was anderes. Keine Ahnung, aber das Design und so fand ich schon ganz cool. Bei der Vollversion, ja, wären dann die 5 Sterne klar, aber hier weiß ich nicht. Ich gebe jetzt mal trotzdem 5 Sterne, weil ich es eigentlich ganz cool fand. Aber war halt zu kurz. Okay, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dann, tschüss.